Hey Leute und willkommen zum heutigen Dänerstag. Ihr könnt mir mal wieder eure Fragen an mich auf Twitter stellen und unter anderem hat das gemacht der Carlo. Mit dessen Frage beginnen wir auch direkt hier von @carlo_lexikon. Er schreibt: Hashtag Dänerstag, bist du eigentlich mit deinem UFO-Zimmer zufrieden? Ja, also wir schauen uns hier gerade mal um. Gerade ist hier mal wieder ziemlich unordentlich. Wir müssen nochmal aufräumen, was wir beim letzten Vlog alles ausgepackt haben. Falls ihr nicht gesehen habt, was da drin ist, Leute, checkt den letzten Vlog aus. Ist hier oben verlinkt. Eigentlich bin ich relativ zufrieden mit diesem Zimmer. Also ich meine, kommt mal hier rum. Ich habe da hinten den Rennsimulator, der natürlich auch demnächst... Wir haben jetzt endlich nämlich die Schrauben bekommen. Vielleicht morgen mal den Raumtrenner hier sozusagen da vorne anbringen. Dann verstecken wir auch die ganzen Pakete, die noch nicht weg können und so weiter und so fort. Wir haben eine Couch, wo man schön chillen kann. Wo aber auch aufgeräumt werden muss. Das hier zum Beispiel, das kann noch nicht weg. Der Schrank ist voll. Hier steht es überall nur rum. Wir brauchen halt dringend diesen Raumtrenner, um Abstellraum zu haben. Dann kommt das hier hinten hin. Aber ja, so hat man halt hier eben eine Couch zum Chillen. Wir haben drei Arbeitsplätze. Einmal hier ein großer Arbeitsplatz. Dann haben wir hier drüben zwei Arbeitsplätze nebeneinander, wovon einer halt natürlich auch eigentlich hauptsächlich ein Aufnahmeplatz ist. Deswegen ja, bis darauf, dass es unaufgeräumt ist und dass hier noch immer Konfetti ist, was Regi mal verschossen hat, ist eigentlich ganz cool hier. Wir müssen nur noch Deko an die Wände bringen noch ein bisschen, weil es hier noch alles zu weiß auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen 2018, was wir hier in meinem UFO-Zimmer machen müssen. Jetzt allerdings holen wir noch mehr Schlüssel und Jacke. Wir gehen gerade mal los, wir haben gerade eine Mittagspause. Gerade schön fleißig Formel 1 aufgenommen, seht ihr dann alles am Wochenende. Und gleich geht's weiter mit der Aufnahme mit Zander. Aber davor brauche ich unbedingt irgendwas Kleines zu essen. Deswegen kommt gleich mal mit und dann machen wir die nächste Frage. Die nächste Frage kommt nämlich von Domi, von Dominovox. Und der schreibt: Wer ist denn eigentlich wirklich für die Unordnung in der UFO-Küche verantwortlich? Und deswegen, kommst du mal mit, ja? Wir schauen hier mal rein. Paul hat schon Angst. Hier, ja? Schauen wir mal rein. Also, das hier ist die Unordnung. So. Ich weiß nicht, wer das hier alles gegessen hat. Das ist auf jeden Fall von Freddy zum Beispiel hier. Die Spülmaschine ist voll. Ich weiß nicht, wer das hier umgeworfen hat, dass es hier so auf dem Boden liegt. Die Male, die ich hier in der UFO-Küche war, seit dem Einzug kann man an einer Hand abzählen. Ich habe mir mal versucht, eine Pizza zu machen. Aber ansonsten, ihr wisst ja, ich habe ja mit Philipp mal eine eigene Küche sozusagen in meinem Schrank eingerichtet, damit wir nicht mal mehr hier rein müssen sozusagen. Weil ja, so will ich es hier aussehen. Also es sind verschiedene Leute hier auf jeden Fall für verantwortlich. Das von Leon, das weiß ich. Ich glaube, das Problem ist, es kümmert sich hier sozusagen niemand drum. Und dementsprechend ist immer alles voll und dann wird einfach da abgestellt. Und da sich niemand verantwortlich fühlt, bleibt das auch irgendwie so. Wir müssen auf jeden Fall mal drehen drum, uns drum kümmern. Aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll da. Aber das Problem haben wir echt seitdem wir im UFO sind. Und wir haben von Anfang an gesagt, so, wir müssen uns um die Küche kümmern. Es ist nie passiert. Wir haben letztens mit Isi drüber gequatscht. Wir haben dann aufgegeben. Wir benutzen die Küche nicht mehr. Aber ja, das ist das. Ich habe direkt die nächste Frage am Start und zwar baut die sozusagen darauf auf. Etze darf man bitten schreibt: Herr sagt, wie ist es eigentlich für dich als Chef von zwei Angestellten, die ständig um dich rum sind? Stresst das auch zum Beispiel, wenn die Küche nicht sauber hinterlassen wird? Also das mit der Küche ist halt, wie gesagt, ich habe die Küche einfach aufgegeben. Kann man bei Mitarbeitern, nein, das hier hinter der Kamera am Start, kann ich nur sagen, Jungs, kümmert euch darum, dass eure Sachen wegkommen. Man kann halt nicht irgendwie den ganzen Tag da hinterherlaufen, wie eine Mutter sozusagen. Aber ich meine, das ist kein großes Thema. Ja, wie ist das so, wenn man Chef von zwei Angestellten ist? Erstmal ist das natürlich eine ganz andere Situation, als wie vor einem Jahr war ich noch komplett alleine. So, also eigentlich erst vor gut einem halben Jahr hat es angefangen, dass ich überhaupt mit jemandem zusammengearbeitet habe, was die Videos angeht. Die Arbeit verändert sich halt in dem Maße, dass man vorher, wenn man allein ist, alles, 100%, was man macht, arbeitet man sozusagen eigentlich, kommt man vorwärts. So, man macht was und arbeitet die ganze Zeit sozusagen für das fertige Video drauf hin, für das fertige Produkt. Wenn man jetzt aber Angestellte hat, dann ist auf einmal ein großer Teil der Zeit so administrative Sachen und so. Man muss den Leuten sagen, was sollen sie denn machen? Man muss ihnen vielleicht Sachen beibringen und sie müssen sich Sachen anschauen, die andere gemacht haben und sagen, jo, passt das schon oder passt es nicht? Und muss man da noch was machen? Und es ist auf einmal so ganz andere Sachen, die man macht. Ich fände es immer so total zufriedenstellend, weißt du, wenn man so selbst geschnitten hat sein Video und so selbst fertig gemacht, so ist die ganze Zeit, war man dran, hat was gemacht und da war ich immer zufrieden, so, weil ja, ich arbeite gerade, ich mache was. Wenn wir jetzt aber, wenn du jetzt zum Beispiel ein Video schneidest, Paul, ja, und ich schaue mir danach irgendwie den Part an, den du gemacht hast, und dann schaue ich mir das an, das ist ja auch Arbeit sozusagen, ich schaue es mir an und versuche das fertig und verbessere noch was Kleines und so weiter. Es fühlt sich immer so ein bisschen an wie, ah, ich könnte die Zeit besser nutzen, wenn ich jetzt irgendwie das und das mache oder so weiter. Das ist halt, es verändert sich auf jeden Fall ziemlich, wenn man nicht mehr alles alleine macht, sondern wenn man Mitarbeiter hat. Aber dafür hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, weil, na klar, zu dritt schafft man mehr, als wenn man alles alleine macht. Deswegen, ja, ist das cool. War das die Frage ungefähr? Wie ist das, stresst dich das auch? Ah, wenn ihr die ständig irgendwie rum habt, das stresst. Also wir sitzen jetzt ja alle zusammen in einem Raum. Ich würde sagen, viele Arbeitnehmer haben noch weniger Platz. So. Wenn man jetzt so in einem Großraumbüro sitzt, schätzt man dann die einzelnen Mitarbeiter immer noch weniger Platz. Aber ich weiß nicht, haben wir viel Platz zu dritt in unserem Zimmer, würdest du sagen? Ich würde sagen,
Also es geht noch. Fällt, ne? Also es ist nicht so, dass mir auffällt, dass wir sagen, oh, wir haben gar keinen Platz oder ja. So. Also es ist schon, sag ich mal, ein bisschen enger, aber es geht noch. Aber natürlich ist es schon was anderes, wenn man vorher alleine im Zimmer gesessen hat und jetzt auf einmal da zusammen ist. Aber ich würde sagen, das funktioniert eigentlich alles ganz gut bisher, oder? Ja, würde ich auch sagen. Sehr gut. Die Couch ist bequem. Ja, jetzt wollen wir uns erstmal hier Kleinigkeit zu essen. Mittagessen ist also auch gesichert. Also, haben wir noch eine Frage am Start von euch. Die Sarah schreibt, Herr Schimmersack, was sind deine Vorsätze für 2018? Ja, das ist jetzt mal so eine richtig breite Frage auf jeden Fall. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, was ich mir vorgenommen habe, normalerweise mache ich nie so Jahresvorsätze, weil ich finde das irgendwie eigentlich doof so, ja, ab dann ändere ich was oder ab dann mache ich das und das so. Deswegen nehme ich mir eigentlich nie so was für, speziell für ein Jahr vor. Aber, ich habe das ja schon mal ein bisschen angesprochen gehabt, ich habe ja jetzt fast ein halbes Jahr Daily Vlogs durchgezogen. Und das hat mega Spaß gemacht. Es hat aber auch sehr viel Energie gekostet. Und ich hatte sehr häufig das Gefühl, yo, ist mega geil, was wir machen. Aber ich hatte auch manchmal das Gefühl, irgendwie ist es nicht so ganz richtig. Für mich ist immer so wichtig, dass man nicht irgendwie einfach mal was anfängt, dann direkt wieder umschmeißt, dann wieder hier machen, dann wieder da machen. Und deswegen ist halt für mich das Ziel, ein halbes Jahr, die 6 Monate Daily Vlogs halt komplett durchzuziehen. Und das ist halt dann im Januar 2018 soweit. Dementsprechend bis dahin will ich sozusagen noch durchziehen, Daily Vlog. Und dann wird mein neues Motto bzw. mein Vorsatz für 2018 mehr Qualität als Quantität. Weil ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, über 3000 Videos auf YouTube veröffentlicht, wenn nicht sogar mehr. Und ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht. Für mich ist einfach so langsam der Zeitpunkt erreicht, so, wo ich sage, will ich immer dasselbe machen. Ich will mir mal wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen, um zu überlegen, was ich irgendwie neu geil machen kann. Oh, da ist so Darius am Start. Darius! Komm mal hier. Das ist der Felix. Ich grüße euch. Ja. Hast du schon gehört mit der Masse? Mit Weihnachten, dass er Weihnachten kommt. Nein, Weihnachten, ja, aber mit dem Bild. Hast du das schon? Nee, ich hab noch nicht gehört. Was? Hat er dir nicht gesagt? Wer? Paul? Nee. Der, Waffe. Wie heißt Sturmwaffe? Sturmwaffe, nee. Ich war gestern mit dem Zollstock und habe gesagt, soll ich messen, wie groß. Weil das ist, ich kriege so eine Leinwand nicht. Die muss eingefertigt werden. Oh. Lässt du extra eine Leinwand anfertigen, das Bild? Ja, muss man. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, Leute, der Darius macht für uns ein Bild im UFO, ein richtig großes, wo wir alle drauf sind aus dem UFO. Ja, und ich habe ihm gesagt, soll er bitte messen, wie groß wollen wir das. Und hat er gemessen oder nicht? Nee, ja, wenn du davon nichts weißt, dann messt das, wie ihr das haben wollt. Ja. Hi. Und dann passt das. Ja, machen wir so. Mach's gut. Bye, bye. Ciao. Bitte. So, wo waren wir stehen geblieben? 2018 Vorsätze, ne? Mehr Qualität als Quantität, Leute. Wo wir beim Thema sind. So, im Sommer war extrem viel los. Wir sind immer auf Reisen gewesen. Dann waren die ganzen Rennen. Gab's eigentlich immer krassen Content. So, aber jetzt, wenn ich zum UFO bin seit mehreren Monaten, hier in Köln, so alltagmäßig, und nur relativ wenig in meine Verhältnisse zumindest unterwegs bin. Klar, das Alltag ist alles auch mal irgendwie, glaube ich, cool, so euch mitzunehmen, so ein Alltag, ne? So wie jetzt hier auch gerade. Dann bekommt man mit, wie das hier so eigentlich ist. Aber auf Dauer ist das halt schwer, da sage ich mal, immer qualitativ krassen Content rauszubringen. Und deswegen möchte ich halt weg von den Daily Vlogs 2018 bzw. dann ab Februar mehr wieder auf qualitativen Content für euch setzen. So, jetzt geht's hoch und dann geht's in die Minecraft-Aufnahme mit Zander. Das sind Steine. Boah, war ein bisschen lauter als gedacht, Leute. Aber Gaming ist abgeschlossen. Lass dich nicht davon irritieren, Leute. Nicht wundern, warum ich gerade ein T-Shirt anhatte, Leute. Beim Aufnehmen ist immer ein bisschen hektisch, ja. Jetzt habe ich hier mal wieder mein Pulli angezogen. Und da sind wir auch bei einem guten Punkt, Leute. Weil diese Stonewash-Pullis hier von Spielkind, die waren ausverkauft. Jetzt gibt es die aber wieder auf spielkindstore.de. Das heißt, schaut da vorbei, wenn ihr so einen haben wollt. Und genau so einen, würde ich sagen, könnt ihr auch heute gewinnen, Leute. Im Team Spielkind Adventskalender gibt es ja noch bis Weihnachten jeden Tag was zu gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, um diesen Pulli hier zu gewinnen, steht unten drin in der Videobeschreibung in Kurzform. Ihr müsst natürlich Abonnent vom Kanal sein, direkt hier unter dem Video abonnieren, die Glocke aktivieren, habt die Notifications an. Und dann schickt ihr mir eine Mail an adventskalender@25made.com mit dem Betreff Tag 21. Schreibt in die Mail rein, ihr würdet den gerne gewinnen und euren YouTube-Namen. Dann können wir alles nachchecken. Dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Viel Glück wünsche ich euch. Jetzt geht's aber weiter mit der nächsten Frage. Ihr wisst ja, ich war gerade Gaming aufnehmen mit Zander und die nächste Frage bezieht sich auch darauf und die kommt von @chefler_pl und er schreibt, Herr Dienstag, wie findest du eigentlich, dass Zander nach Köln gezogen ist? Ja, der Michael, wisst ihr vielleicht, vor, ich glaube, 2 Wochen oder so war er hier im Vlog und wir haben auch einen ganzen Dienstag zusammen gemacht und so ein bisschen über unsere Anfänge auf YouTube gesprochen, weil Zander und ich, wir haben beide mit unter 100 Abonnenten uns kennengelernt und haben damals zusammen eigentlich praktisch angefangen auf YouTube Minecraft zu spielen. Er ist jetzt nach Köln gezogen, er ist jetzt frisch eingezogen im Dezember und das finde ich mega fertig, werde ihn auf jeden Fall auch mal demnächst besuchen. Freut mich sehr, dass wir jetzt sozusagen auch mehr zusammen machen können, da er jetzt hier ist. Und der Zander hat auch noch einen jungen Hund, den Sam. Alfie und Sam müssen sich auf jeden Fall demnächst mal ordentlich kennenlernen. Das wird bestimmt noch ziemlich witzig. Also ja, sehr gut, dass Zander jetzt hier in Köln ist. Die nächste Frage ist auch noch direkt Gaming bezogen, und zwar von @abicheckac. Und er schreibt, Herr Schneider, hast
du mal überlegt, mit ein paar netten Zuschauern GTA Online zu spielen? Leute, genau das mache ich doch gerade. Wenn ihr mal auf dem Gaming-Kanal vorbeischaut, dann spiele ich ja gerade die GTA Online Heist zusammen mit Kev und mit zwei Zuschauern von uns. Und das ergibt sich, sag ich mal, relativ selten, aber da hat Kev irgendwie zwei nette Leute kennengelernt, die uns auch durch die Videos kennen. Jetzt zocken wir so gerade mit denen die Heist. Grüße gehen raus an die Katze und Grüße gehen raus an die Michelle. Und das ist ziemlich witzig mit denen. Also ja, ab und zu passiert das auf jeden Fall, dass man auch GTA mal zusammen mit den Zuschauern spielt. Dann kommst du einmal kurz mit hier, ja? Ich habe nämlich noch eine Frage hier zu unserem Raid. Beziehungsweise zu unserem NAS-System. Leute, hier läuft immer noch unser Server hier ordentlich am Start. Nehmen wir mal Licht an hier, dann seht ihr auch was. Der Fritz Arnold fragt, Herr Schneider sagt, wieso kein Raid 5? Ist doch ein Ticken schneller und hast trotzdem noch die Sicherheit. Es gibt ja diese verschiedenen Raid-Systeme, das wird jetzt ein bisschen technisch, ich halte es kurz. Es gibt Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 6, Raid 10... Und wahrscheinlich noch mehr Varianten. Die sind alle so unterschiedlich vom Aufbau her. Und die einen bringen mehr Geschwindigkeit, die anderen sind sicherer. Und Raid 1 ist einfach so, das bringt nichts an Geschwindigkeit eigentlich, aber es ist einfach super sicher. Du hast eine Platte und eine Backup-Platte. Du hast eine Platte und eine Backup-Platte. Und das ist einfach, ich wollte einfach eine sichere, simple Lösung. Wir haben dadurch immer noch 20 Terabyte, die wir voll nutzen können. Die anderen 20 Terabyte sind sozusagen Backup. Und mir war einfach wichtig, dass man ein gutes Backup hat. Ich hoffe, wir kriegen die 20 Terabyte nicht allzu schnell voll, weil wir... Ganz egal, wer du bist, ganz egal, wie du heißt, dieses Jahr wird gefickt, deine Frage, die bleibt. Also da hinten werden irgendwie schlechte Raps aufgenommen. Ja. Macht jetzt. Machen wir lieber jetzt so. Im UFO ist definitiv immer was los, Leute. Eine letzte Frage, die machen wir noch für heute. Kommt mal mit. So. Und zwar kommt die von It My Pictures Box. Und da wird gefragt, Hashtag sagt, wann besucht ihr mal Felix Bar und Julian Völzke in der Crew Cave? Leute, da hätte ich ja mega Bock drauf. Das wollte ich schon mit Philipp im Sommer machen und wir haben es nicht geschafft. Das kann echt nicht wahr sein. Wir müssen das nachholen sozusagen. Ja? Wir müssen auf jeden Fall mal den Felix Bar und auch den Julian besuchen. Die wohnen ja nicht allzu weit entfernt von Köln und haben da auch sozusagen ihr eigenes kleines Studio aufgebaut in der Wohnung. Und es ist eigentlich wie eine Art Mini-UFO, kann man sich das vorstellen. Und die haben es halt technisch mega geil ausgestattet. Und ich habe noch nie Felix besucht. Wir haben uns immer nur so getroffen. Deswegen, ich werde da definitiv mal vorbeischauen. Weil wir fahren da 2018, fahren wir da hin. Ja? Und zwar nicht irgendwann 2018, sondern vielleicht schaffen wir es noch im Januar, wird aber schwer, sonst machen wir es im Februar, okay? Ja, Versprung. Spätestens Februar besuchen wir Crew Cave, Leute, dann fahren wir da mal vorbei. Das wäre auf jeden Fall nice, dann nehmen wir euch natürlich auch im Vlog mit hin. Für heute war es aber, wenn es euch heute gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben, das war der heutige Dennerstag. Ich hoffe, ich konnte noch einige interessante Fragen beantworten. Vielleicht ist ja nächstes Mal eure Frage dabei. Folgt mir dafür einfach auf Twitter, @felixladen heißt es da. Da könnt ihr vielleicht beim nächsten Dennerstag auch eure Frage einreichen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen, drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und mach's gut. Tschüss. Ja. Ich hätte noch einen Berliner genommen aus lokal. Geld macht's.